Also, wir brauchen die Rollen. Ich bin der Käufer. Seit, ja, bitte. Der Georg ist Systembetreiber. Machst du das Kontobuch? Ja, gerne. Du bist ja mit Buch, es passt das Kontobuch. Seid froh, dass ich einen Schritt weiter bin. Früher wollte ich das Zeug ja verbrennen. Ich bin der Käufer, der jetzt sagt, juhu, das Münchner Bordell startet, ich kann in Euro Plus kaufen. Das ist der Grundstücksbesitzer. Wer ist der Schuhverkäufer? Da haben wir was. Leider. Du kannst dich draufstellen, doch, du stellst dich dann auf den Stein am Schluss. Du bist das Schloss mit der Krone. Aber wir brauchen noch dringend einen Schuhverkäufer. Ohne den geht's nicht. Claudia? Du bist die Schuhverkäuferin. Gut. Ich darf vorstellen, ich bin der Visionär. Die haben wir hier schon. Ich bin der Visionär. Du bist? Systembetreiber. Du bist? Ich bin die Bank. Die Bank? Das Konto. Das Kontobuch? Ich bin die Schuhverkäuferin. Euro Plus Systembetreiber. Genau. Du bist die Stiftung und du bist die kooperierende Bank. Genau. Genau. Du bist? Ich bin der Grundbesitzer. Man sieht es. Ich brauche neue Schuhe. Hast du neue Schuhe für mich? Ja, kann ich dir was anbieten? Guck mal, Ich habe das Geld für dich. Das ist ja bei der Bank. Er kann ja Bargeld. Das ist bei der Bank. Nein, noch nicht. Du hast aber gesagt, das ist bei der Bank, das Geld. Ach so. Das du für mich. Oh ja, die passen mir bestimmt gut. Was kosten die? Was haben wir jetzt gesagt? 100 Euro. 100 Euro, ein guter Preis, aber ich kaufe die nur, ich gehöre da ja zu so einer neuen visionären Gruppe. Mhm. Die haben ein neues Geld, das nennt sich solidarischer Euro. Aha. Und wenn du bereit bist, 5% davon in den neuen solidarischen Euros anzunehmen, dann kaufe ich die Schuhe. Und was habe ich dann davon? Da kriegen alle, die mitmachen, ein Grundeinkommen. Naja, da habe ich ja nichts davon. Was habe ich dann davon? Alle, die... Noch 10.000 neue Kunden. Du hast 10.000 neue Kunden. Ich habe 10.000 neue Kunden. So viele Leute wollen bei der Idee mitmachen. So viele Leute wollen bei der Idee mitmachen. Ein bisschen Rabatt kannst du schon geben. Also, mal ehrlich, ich meine, die sind ja schon ziemlich alt. Und die würde ich ja eh nicht mehr für 100 Euro verkauft kriegen. Also, dann mache ich das halt mal. Super. Ne? Ich habe noch einen Vorteil vergessen. Mhm. Es gibt auch günstigere Kredite in Zukunft. Ja, das hilft dir vielleicht auch mal. Ja, vielleicht. Gut. Okay, machen wir. Gebongt. Du kriegst die Schuhe? Ich zahle dir das Bargeld los. Mhm. Und zwar über meine Bank meines Vertrauens. Okay. Die hat jetzt 100 Euro auf einem Konto. Ja. Davon schreibt sie dir 95 gut. Mhm. Plus 5 Euro, die von diesem neuen, vom 5 Euro Plus, die mit 5 Euro bezahlt werden. Diese 5 Euro, Moment, an wen gehen die? Okay. 5 Euro Plus da, ja? Okay. 5 Plus draufschreiben. Nein, das mache ich, wenn ich die krieg, sozusagen. Die, ich bin die Stiftung. Ich kaufe jetzt 5 Euro plus. Genau, du kaufst von mir 5 Euro plus. Das sind deine 5 Euro ursprünglich gewesen. Die nehme ich, an und sage, bei mir sind 5 Euro eingegangen. Dafür erzeuge ich jetzt ein 5 Euro plus. Dann gebe ich dir. So. Und das ist schon neu geschaffenes Geld. Das ist richtig, das ist neu geschöpftes Geld. So, und das kriege jetzt ich. Ich kriege jetzt 5 Euro plus und 95 Euro alte Euros. Genau. Und das sammelt sich an und davon kann man Land kaufen. Jetzt kannst du hier den Stein kaufen. Ich habe gehört, bei Ihnen gibt es ganz tollen Grundbesitz. Aber vorzüglich. Vorzüglich. Ich würde gerne für eine Stiftung Geld anlegen. Haben Sie etwas für 5 Euro im Angebot? Ja, aber selbstverständlich. Dieses großartige Stück hier. Das ist günstig, dann kaufe ich das. Ja, ich kaufe das an. Ja, danke schön. Und Sie bekommen von mir jetzt einen Schein, als dass Sie Besitzer sind, dieses Stück. Nimm das Stück. Nimm ein Stück direkt selber. Ich glaube, den Schein brauchen wir gar nicht mehr. Genau. du bist der Schuhbesitzer. Du hast mir doch vor kurzem mal so Schuhe verkauft. Ja. Ich habe gehört, du willst eine neue Filiale eröffnen. Aha. Ich kenne da eine Stiftung, die hat gerade ein Grundstück gekauft. Ja. Und wenn du da eine Filiale hinbaust, da kannst du deine Miete in Euro Plus bezahlen. Das ist gut, weil was mache ich sonst mit den Euro Plus eigentlich? Ne? Die liegen ja bei mir rum, da habe ich ja inzwischen, weil du hast mir ja die 10.000 Kunden versprochen. Und die sind auch tatsächlich alle gekommen. Also ich habe mittlerweile nicht nur 5 Euro plus, ich habe schon 50.000. 50.000 und da muss ich irgendwas machen. Was mache ich denn damit? Ja, weil ich arbeite gern bei Ihnen.
Ah. Oh, na, du willst dir auch die Euro Plus. Du willst die Euro Plus nehmen. Jetzt muss ich mir echt überlegen. Da muss ich doch, ich muss noch mehr Euro Plus kriegen, weil sie will bei mir arbeiten. Dann nimmst du doch künftig 10%. Ja, könnte ich machen. Weil dann kann sie bei mir arbeiten und ich kann noch hier mein neues Filiale. Dann brauchen wir eine Filiale, die sich jetzt noch da drauf stellt. Super. Cordula, willst du die Filiale sein? Muss ich auf den Stein stellen. Aber wir haben, das sieht man nämlich schon. Wir haben Geld geschöpft. Wir haben Geld geschöpft, weil hier sind. Ja. Die sind beide noch da. 105 wir haben Geld geschöpft. Und der Rücken ist super. Hey!